vorwärts gemacht. Es haben etliche viele Kinder mitgemacht, was aber auch die besten Anfang 30 haben wir hier einen. Doch, bitte schalten da was machen. Letztlich da mal am Kinder, wo schon alle Jahre 30, wo man das Kinder auch mit. Da könnt ihr euch vielleicht nicht leisten. Das sind sehr, sehr preisliche Dinge. Das sind mit, die auch einmal das Kronacher freischießen. Können. Dann haben wir uns überlegt, wir möchten natürlich auch, so wie wir es festgelegt haben, oder das Ganze ausgewertet haben, auch eine kleine Platzierung machen. Und zwar möchte ich vorlesen, wir haben zwei dritte Plätze, einen zweiten Platz und einen ersten Platz. Bei uns bei den Schützen geht es ja da um die Königswürde, bei euch sind es Plätze, bei uns gibt es Ritter, der vierte Ritter, der dritte Ritter, der zweite Ritter, das ist halt da etwas anders. Und jetzt möchte ich sagen, mit 7 Jahren aus der Rosenau hat den dritten Platz die Josephine Barnige. Kommst du mal her? Die weiße Schwester, ne? Du sag mal, wo die hält, passt doch, ne? Das hast du gemalt, oder? So, kommen wir zum dritten Platz noch einmal, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wenn vorhanden oder da, mit 5 Jahren, Jasmin Reisig. So, dann kommen wir zum zweiten Platz für unseren Malwettbewerb. Das ist die mit 7 Jahren, die Anna Victoria Müller. Was ist das Bild, ne? Das ist das Verkehrte geht. Und jetzt kommen wir zum ersten Platz. 10 Jahre alt, aus Kronach. Und unser Jury hat es ganz besonders die Details an diesem Bild gefallen, weil wenn man das sieht, und es hat bestimmt auch sehr, sehr viel Arbeit gemacht und es ist halt als erster Platz erstmal ausgesucht worden und war Übereinstimmung, wenn man sieht, Geisterbahn, Wildwasserbahn, Bratwürste, alles dabei, Kinderwagen, Losbude. Es ist mit 10 Jahren die Sarah Hofmann. So, da möchte ich euch einmal gratulieren. Zum ersten, zweiten, 3 und 3. Ich denke, es war heuer die richtige Entscheidung. Es ist ja immer ein Problem für mich, die Kinder auszusuchen, sage ich ganz offen und ehrlich. Früher waren es einmal Kindergärten, dann hat der Kindergarten war eingeschnappt, der andere Kindergarten war eingeschnappt und so weiter. Ich denke, das mit dem Malwettbewerb werden wir weiter so führen. Es hat heuer mit dem FD stattgefunden, vielleicht nächstes Jahr die Idee, dass wir es mit der neuen Presse machen oder mit allen beiden Zeitungen, dass wir es vielleicht auch da noch im Internet veröffentlichen und so weiter. Ich denke, das ist der richtige Weg. So Kinder, was möchtet ihr heute machen? War es das jetzt oder wollt ihr noch was machen? Das liegt jetzt an euch. Ihr müsst eure Bitte natürlich jetzt, soweit wir sie erfüllen können, äußern. Ich denke, das war's, da können wir jetzt heim, oder? Nein! Ja, warum seid ihr überhaupt gekommen? Es ist jetzt die Frage. Wir haben da, bitte? Um Spaß zu haben. Um Spaß zu haben. So, wie hat man jetzt Spaß auf diesem Platz? Indem du Spaß hast. Ja. Also das heißt, du möchtest da irgendwas fahren. Irgendwas betrachten und so weiter. Ich habe das natürlich da mit den Schaustellern schon ein vorbesprochen. Wir müssen aber durcheinander laufen, weil gewisse Schausteller, die müssen da noch einmal auf Nürnberg und München fahren. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen da und da als erstes hin. Und ich würde sagen, wir gehen einmal an die Black Hole. Kennt ihr die Black Hole? Schwarze Hölle heißt es. Und zwar ist es eine Art Achterbahn in einem Zelt. Und zwar müssen wir genau da rinnen zum hinteren Eingang laufen. Ja? Laufen jetzt einmal so rinnen.